willkommen zu Freusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag da direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim, direkt auf Tore, direkt auf euren Bildschirm. Mein Gast heute ist der Sebi Gwermuth, Co-Präsident von der SP. Jawohl. Mit ihm mache ich die endgültige Analyse der Wahlen 2023. Ihr habt sicher schon 7 Analysen gesehen. Die habt ihr noch nie gesehen. Wir nehmen dazu ein Weissi aus Genf. Und zwar, einerseits, weil mein Weissi aus dem Aargau ja von einem SVP-Winzer kommt, den habe ich nicht nochmal mitnehmen können. Oder? Das stört mich nicht so. Das nicht ist so. Okay. Nein, man muss es wegtrinken, sonst trinkt es die SVP. Oder? Genau. Nein, und die SP hat in Genf noch etwas gegründet, nämlich einen Ständeratssitz. Jawohl. Santé, danke für die Einladung. Also, im Vorgespräch haben Sie mich gefragt, über welche Version von der Wahl. Ja, genau. Wir haben über die definitive, die 3 Tage später auferstanden ist aus den Tiefen vom Bundesamt für Statistik. Das ist eine richtige, fast eine österliche Botschaft für euch gewesen. Nämlich, die SP ist die heimliche Gewinnerin von der Wahl. Plus 1,5%. Sagen Sie das jetzt, oder ist das zum Provozieren? Nein. Nein, aber recht. Ich meine, klar, die SVP hat mehr gewonnen und so. Ja, aber die Differenz ist nicht mehr so gross. Denn. Nein, und die SVP hat weniger gewonnen, als man vorausgesagt hat. Ihr habt deutlich mehr gewonnen, als man euch vorausgesagt hat. Ja, also am Schluss dann nicht mehr. Aber also, ich gebe das auf, so ein bisschen stolz drauf, wenn ich sehe, wo wir gestartet sind vor 3 Jahren, Matthias Meyer und ich. Und wie gesagt haben, das ist jetzt, wo ich auch lesen musste, das ist definitiv ein Ende von der Sozialdemokratie. Wir werden, und ich habe das geschrieben. Das habe ich Ihnen nicht vorgeworfen. Das weiss ich. Bin ich gar nicht sicher. Müsste ich nachschauen. Ja. Wir werden von den Grünen überholt, die FDP wird die zweitstärkste Partei und die Linken, die fahren das Projekt an die Wand. Wir haben jetzt doch, ich meine, in der Schweiz, wir haben über den Fehler vom BFS kann ich reden, ist halt auch im Halbprozentbereich, aber in der Schweiz ist das eben relevant. Darum finde ich die sagen, ja, hat gar nicht so viel verändert, bin ich ganz einverstanden. Und trotzdem tönt, muss es ein bisschen einordnen, tönt immer einfach. Seit 1971 ist das der zweitgrösste Schritt nach vorne an einem Wahltag für die SP. 1995 war es noch grösser, 3,3%. Und es ist erst das zweite Mal, wo es einer Partei nach einer Niederlage gelingt, 3/4 vom Verlust von vor 4 Jahren wieder zu kompensieren. Und das ist nicht selbstverständlich, weil normalerweise Zyklen in der Schweiz relativ lang gehen. So. Das heisst nicht, dass wir zufrieden sind mit diesen 18,3%. Das können wir nicht. Auch nicht, dass die Linke an sich schwächer ist als 19, immer noch stärker als 15, schwächer als 19, aber doch. Und dort muss ich auch sagen, also der grosse Rechtsrutsch, den man uns dann vorausgesagt hat, ich meine, 15 ist der Moment gewesen, oder die Legislatur gewesen, 15-19, wo FDP, SVP die starke Mehrheit hatten. Und zudem sind sie nicht zurück. Genau. Und da sind wir froh. Trotzdem, was man nicht darf verhehlen, das wollte ich auch gar nicht, die erste Gewinnerin von dem Wahltag einverstanden ist, ist die SVP. Auch wenn sie ehrlicherweise erstaunlich wenig vom Verlust kompensiert hat. Im Wähleranteil. Aber 12 Sitze praktisch am Schluss, oder? Mit der EVP und dem MCG. Also EDU und, Entschuldigung, sorry, ja, selbstverständlich, die EDU. Aber es ist doch gar kein Rechtsrutsch. Ich meine, die meisten Medien vom Rechtsrutsch geschrieben. Es ist maximales Rutschli. Und es ist, wenn das Sie. Das wird sich noch zeigen. Wenn Sie zusammenarbeiten mit der Mitte, die Grünen, die stimmen da 95% gleich, aber wenn er noch mit der Mitte, das hat gut funktioniert die letzten 2-3 Jahre. Und nur im Nationalrat. Nur im Nationalrat, okay. Aber ich meine, der Gerhard Pfister hat in der Arena ja gesagt, 40, also, er hat dann betont, also 60% dürfen wir schon noch bürgerlich abstimmen, bei allen unwichtigen Sachen natürlich, aber die grossen Themen, Energie, Migration und so, stimmt immer mit euch, die Grünen-Liberalen auch, dann haben wir 105 Stimmen. Lange. Also es wird sicher viele Entscheide auf Messerschneide geben in der Legislatur, da bin ich einverstanden. Meine politische Erfahrung in der Schweiz in den letzten Jahren ist eigentlich immer gewesen, dass sich das sogenannte politische Zentrum, ich mag den Ausdruck nicht so, weil ich nicht weiss, warum die mehr im Zentrum sollten sein als mir oder andere, sich aber stark nach den erstarkenden Polen orientiert. Und das ist meine Sorge. Meine Sorge ist, dass das Gegenteil passiert, dass sich jetzt, und das hat der Präsident von der FDP auch schon angekündigt, man das Heil quasi sucht in der Nähe zu der SVP, zum Beispiel in Migrationsfragen. Und das wird uns verschiedene Dossiers, wie das Europa-Dossier, viel, viel schwieriger machen. Über den hätten wir dann noch reden. Auch schnell zum Ständerat. Ja, 6 von 9 haben Sie wieder geholt bereits. Auch schon mehr, als wir gedacht haben. Das ist mehr, als zum Beispiel die Media geschrieben hat. Die haben euch den Untergang im Ständerat vorausgesagt.
Und ich denke, das eben in Genf. Jetzt haben wir noch einige offen. Ist möglich. In Solothurn ist immer noch möglich. Ja. In Schaffhausen ist es möglich. Kann ich etwas vergessen? Ja, einen vierten haben sie vergessen. Und das ist, meine Leute, jetzt komme ich gerade selber nicht drauf. Es sind vier. Ich bin, okay. Heute ein langer Tag. Nein, das muss man schon wissen. Das geht also nicht. Genf, Schaffhausen, Solothurn. Und, welche sind offen überhaupt? Welche Wahlkämpfe? Tessin, aber nein, das glaube ich nicht. Das ist nicht. Höchstens eine Grüne, was wird, aber auch unklar. Nein, Blödsinn, darum vergesse ich ihn nicht mehr. Der ist ja erledigt, Bern war es. Aber der zweite Wahlgang findet ja gar nicht statt. Okay. Weil das eine stille Wahl jetzt war, okay, von Berner Salzmann und von der Flavie Wasserfall. Ja. Darum haben wir sechs. Wir haben vier am Sonntag und haben dann befürchtet, jetzt haben wir mehr als Gruppenstärke. Das ist, also wir haben die Chance, besser dort zu stehen als in der letzten Legislatur sogar. Das wäre schön. Aber, wenn ja mal. Also, und dann könnt ihr ja zuschauen, wie sich zum Beispiel die Bürgerlichen gerade komplett zerfleischen, also in der FDP und der SVP, nämlich in Aargau oder in Zürich oder so, oder auch in Schaffhausen, oder? In Aargau weniger, Schaffhausen, Zürich, ja. Ja, in Aargau, ich meine schon auch, ich meine, da gerade mit Fragensäge aus. Ach so. Wo sagt, das ist ganz schlimm, die Zusammenarbeit mit der SVP. Also, ich meine, ihr könnt wirklich von dem her zurücklehnen und schauen, wie die aufeinander losgehen. Das werden wir dann sehen, was es am Resultat dann wirklich ändert. Das weiss ich noch nicht. Aber ich glaube, es zeigt, dass innerhalb vom Freisinn ein richtiger Schritt ausgebrochen ist, wo man wird wahrscheinlich irgendwie müssen klären. Also nicht an mir, um Thierry Burkhardt da Empfehlungen abzugeben. Aber das sind schon sehr unterschiedliche Konzepte aufeinanderprallen. Das ist klar, ja. Und sein Konzept ist ein klares gewesen. Immer nahe zu der SVP, schon im Aargau. Ich bin immer vorsichtig, das einfach an kurzfristigen Elektoralresultaten zu messen, ganz ehrlich. Das zeigt sich erst über zwei, drei Wahlen, ob sich eine inhaltliche Position dann bewahrheitet. Aber kurzfristig, ja, schwierige Situation. Das war aber, glaube ich, sein Hauptfehler gewesen, oder? Dass er irgendwie schon so da hat, als könnte diese Wahlen schon etwas völlig anders machen, nach zwei Jahren. Das ist interessant, weil der Gerhard Pfister hat ja bei seiner Wahl zum Präsidenten gesagt, er brauche sechs Jahre, oder? Ja. Bis er ein Trend das haben wir auch immer gesagt. Wir haben immer gesagt, mit 27 rechnen wir. Alles vorher ist nicht einfach Glück, aber besser, als man erwartet. Und vor allem muss man es dann auch bestätigen. Also, das ist, würde ich auch noch würde sagen, ist offen. Es gibt einfach in der Schweiz, oder der Zusammenhang zwischen selbst, wenn der Thierry Burkhardt einen guten Job gemacht hat, gut angekommen ist, glaubwürdig wirkt, die Übertragung auf die Partei ist halt nicht, wie wenn sie eine Kanzlerwahl haben in Deutschland. Mhm. Und das überschätzen wir auch medial massiv. Ist es auch der SP so? Bei uns ist es noch viel weniger. Also, das ist ja für unsere Leute manchmal frustrierend, wenn sie die, alle Umfragen, ich meine, und wenn ich mit den Leuten rede, unsere eigenen Leute. Ja, genau, vor allem unsere eigenen Leute. Für unsere Leute ist der Inhalt im positiven Sinn die Ideologie viel wichtiger, als wer am Schluss an der Spitze der Partei steht. Das ist selten ein Entscheider. Ja, es haltet uns auch eine klare Basis. Es ist den Leuten nicht gleich, aber die wenigsten würden wegen Wermut oder der Frau Meier nicht mehr oder neue SP wäre. Gibt's fast. Aber das ist doch das Problem von Thierry Burkhardt. Also irgendwie, wie, die Partei ist unterideologisiert seit 20 Jahren, vielleicht sogar seit 30 Jahren. Das glaube ich auch. Und er muss, ja. Also es muss jetzt einen wieder mal erarbeiten, mit ziemlich viel Blut, Schweiß und Tränen. Was ist eigentlich der Freisinn? Ich verstehe. Was ist ein Liberalismus? Und das schafft man nicht in zwei Jahren. Und dann muss man eben immer noch die eigenen Leute mitnehmen. Zuerst, irgendwie die Parteipräsidenten, Kantonalpräsidenten, Fraktion und dann noch weiter, aber das ist einfach viel Arbeit. Real ist es auch die fast bedrängteste Partei ideologisch, würde ich meinen. Mhm. Ja, wie sie quasi, wenn ich darf sagen, der linke Flügel von der SVP, meine Güte, weiß nicht, wie ich das sagen, aber so, so quasi gangbare SVPler, so. Nein, wie ein Albert Rösti. Der kann jede Freisinnige in dem Land kann er Albert Rösti wählen. Jetzt ist er Bundesrat, muss er nicht wählen. Ja. Aber das ist möglich, oder? Aber das sind doch zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Die sind sehr agrarisch ausgerichtet, sehr klein gewerblich. Nein, also, schaut mal die Spitze von der SVP an. Thomas Matter, Eschi, Martullo, wer von denen ist Kleingewerbler oder Agrarspezialist? Alle haben Kampfkühe. Ja. Aber alle kommen aus der Elite, sind in der Elite geblieben. Personen natürlich schon, aber ich meine von der Positionierung her. Oder ist mir schon klar, dass man von links so tut hat. Nein, ich meine es keine blöde. Und auf der anderen Seite haben sie mit den grünen Liberalen eine Konkurrenz quasi im progressiven liberalen Lager, vielleicht würden sie das nicht so nennen, aber von mir aus so im urbanen liberalen Lager. Und sie haben auch noch Mitte,
wo sich repositioniert hat, wo auch für viele so, ich würde sagen, offene Liberale, je nach Kandidatin und Kandidat, eine Option ist. Mhm. Also man kann durch, es gibt Philipp Kutter, kann man als Freisinniger gut wählen. Marianne Binder übrigens auch, im Kanton Aargau, ist kein Problem. Das heisst, ich habe das vor Jahren mal schon in einem Text geschrieben, ich bin sicher, es wird über kurz oder lange Bereinigung geben, weil es viel Leute gibt, die eigentlich ums Erbe vom Liberalismus streiten und niemand kann es wirklich für sich allein beanspruchen. In dem Land. Das ist möglich in dem Land, weil das Land so unglaublich liberal ist. Natürlich. Ja, zu viel. Da bin ich, für das sind wir uns völlig einig. Viel zu liberal. Aber das heisst, dass Sie sich nicht um das Erbe streiten, wenn Sie sagen, das ist... Ich glaube, wir sind die einzigen realen Liberalen. Nein, die Liberalen würden heute sozialdemokratisch wählen. Das haben wir schon mal diskutiert. Und dann haben Sie mir vorgeworfen, immer das mit dem Aristokrat, das ist ja ganz schlimm. Aber das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Nein, ich wollte nur sagen, für das habe ich Respekt für Thierry Burkhardt. Das meine ich ernst, dass er hingestanden und gesagt hat, ich nehme die Verantwortung voll zu mir. Ja. Das ist die Linie und man soll mich an dem messen. Das kann auch scheitern. Aber, und ob das jetzt heute schon gescheitert ist, mit denen war schon eine andere Frage. Aber das ist, finde ich, verdienstvoll, auch wenn ich inhaltlich das für die völlig falsche Linie halte. Aber ja, abgesehen von dem, meine, er muss es halt unglaublich mit Inhalt füllen. Und Matthias Meyer und Sie haben das Problem einfach nicht gleich. Wir reden einfach nicht über Inhalt, oder was wollen Sie damit sagen? Nein, der Inhalt, ist Ideologie. Klar. Ja, klar ist immer ein Wort, das ist nie ganz klar, oder? Aber es ist doch viel klarer. Das ist richtig. Wie, es ist viel mehr rum gewesen an einer ideologischen Basis, auch an Wissen, an Projekten auch, oder? Ich meine, das ist schon ganz anders. Er hat zuerst müssen Projekte von seiner Vorgängerin beenden, wenn er einen Stempel aufsetzen will. Korrekt. Und dann neue Sachen entwickeln. Also es ist einfach, der Umweg ist viel größer. Es braucht ewig, bin ich verstanden. Ich habe das darum auch nie als Problem empfunden, wenn wir uns die quasi links-sozialdemokratische Position immer als Schmäg quasi versucht hat, auch nicht zu schreiben, vom Tagesanzeiger von den anderen. Bei den Leuten kommt am Schluss an, und das ist auch richtig, und ich glaube, für das sind wir auch glaubwürdig gewesen, man weiss bei uns immer, woran dass man ist. Es hat nie Zweifel gegeben. Was ist die inhaltliche Grobrichtung? Eine klare, linke, sozialdemokratische Partei. Und dann können sie sich anfangen, um andere Sachen zu kümmern. Wie sie es entwickeln, wie sie es überbringen, und welche Projekte. Um die konkreten Projekte. Und das ist für uns, auch wenn wir das versucht haben, Schwäche darzustellen, immer ein Vorteil gewesen, bin ich einverstanden. Sie sind mit Kaufkraft in dem Wahlkampf. Kaufkraft, Gleichstellung, Klima. Ja, wo alle drei. Kaufkraft hat schon eigentlich, das ist der Haupt. Das ist der grosse Auftritt gewesen, das, was hängen bleibt. Und ich, interessant ist, viele Kollegen von mir im Medienzentrum haben gedacht, die spinnen. Die spinnen, mit Kaufkraft in den Wahlkampf zu gehen. Mhm. Das interessiert doch niemanden so. Und ich habe dann, ich habe gedacht, das ist riskant, aber ich habe irgendwie gedacht, immerhin, die zwei Co-Präsidenten, sie machen etwas, was wirklich ursprünglich sozialdemokratisch ist. Ja. Und das Klima ist, hat man irgendwie abgehandelt, oder? Nein, da bin ich nicht verstanden. Nein, aber ihr habt doch bewusst nicht probiert, so zu sein wie die Grünen. Ihr habt bewusst auf etwas Eigenes gesetzt. Also wir haben bewusst versucht, in dieser ganzen Legislatur zu zeigen, dass wir haben ganz am Anfang der Legislatur 5 Bereiche festgelegt und völlig unabhängig von jeglicher elektorale Überlegung, und wir sagen, das ist die Aufgabe von der Sozialdemokratie im 21. Jahrhundert. Um das muss man sich kümmern. Und das haben wir nachher zugespitzt auf die drei, im Wahlkampf, Klima, Gleichstellung und Kaufkraft, wo wir gesagt haben, und der grosse Versuch, wenn Sie so wollen, die grosse Wette, oder wo wir gesagt haben, das probieren wir, ist gewesen, vor 1,5 Jahren zu sagen, okay, Kaufkraft als Begriff, wo eine Zusammenfassung ist von Krankenkassenprämien, Mieten, Lohn, Rente, zu benutzen. Mhm. Und das gibt es in der Romandie viel stärker, Pouvoir d'achat, als politisches Feld. Mhm. In der Deutschschweiz hat es das so nicht gegeben. Das Wort ist inexistent. Das ist ziemlich riskant gewesen, aber wir sind an einem Punkt gewesen, wo wir gewusst haben, wir müssen mit dieser Partei etwas probieren. Es ist nicht so, wir sind nicht bei 25% und ob wir jetzt minus 1 plus haben, spielt keine Rolle. Sondern es ist wirklich unser Überleben ist jetzt ein bisschen grob, aber um zumindest die Sicherung vom klaren zweiten Platz ist in der Legislatur gegangen. Aber das ist doch interessant, darum habe ich es mir notiert, oder? Unabhängig von den elektoralen Gedanken. Ja. Und das ist etwas, was man nur kann, wenn man ideologisch gefestigt ist. Klarheit hat. Ja. Und das kann in dem Zirkus eigentlich, wo wir da haben, könnte das sein und das kann die SVP. Die anderen können das einfach nicht gleich. Viel schwieriger, aber ich finde, das hat man am Schluss auch gemerkt.
Ich meine, es ist immer billig, andere Parteien zu kritisieren im Wahlkampf, aber das habe ich nie verstanden. Der Freisinn hat sich am Schluss so auf die Floskeln Wohlstand, Schweiz zusammenheben, rausgelassen. Das langt einfach nicht. Und Mitte gesagt, einfach keine Polarisierung. Das ist noch keine politische Position. Das ist, denke ich, mich. Ja, das ist das Gefühl. Das hat gut funktioniert. Das hat für den Moment gut funktioniert. Ob das langfristig hat, bin ich nicht sicher. Mhm. Und das ist für mich auch überraschend gewesen, weil ich das Gefühl hatte, der Freisinn hat eine klarere ideologische Position oder Repositionierung vorgenommen in den letzten Jahren. Dass Mitte und GLP sehr bewusst keine Positionen haben, ich meine das gar nicht böse, sondern im Wissen, sie werden gewählt, wenn man sie wählt, als Alternative zu der Linken oder Rechten, das sehe ich taktisch noch. Ich glaube einfach nicht, dass das langfristig funktioniert. Reden wir ein bisschen über die Mitte, weil woran entwickelt sich das? Das weiß ich nicht. Ich bin übrigens immer skeptisch gewesen, bei dem Namenswechsel. Ich hätte es nicht gemacht als Mitte-Politiker. Ich auch. Nein, aber weil ich bin halt irgendwie Anhänger davon, dass Parteien irgendetwas aussagen. Und ich kann sie nur wählen, wenn ich irgendwo wissen will, wo meine Stimme geht. Und das Konzept ist jetzt, wie sie es gesagt haben, es ist einfach ein Versuch, nichts zu sein, dafür ein bisschen angenehm. Also es gibt schon eine Lücke. Es gibt eine Lücke in dem linksliberalen, in gesellschaftspolitischen Fragen. Also die Mitte muss die ganzen konservativen Zöpfe, wenn es um, hat sie ja weitgehend auch eh für alle, um die gesellschaftspolitischen Fragen geht, muss sie wie ablecken. Haben sie das total gemacht eigentlich? Ja, gibt noch ein paar Ständer vielleicht. Aber im Wesentlichen, dann hat es so ich glaube, die familienpolitische Schiene, die ist nicht schlecht an und für sich, da gibt es auch ein Bedürfnis. Aber ob es über das langt, ich meine, die Mitte hat jetzt den Wahlkampf auch riskant nur mit den Gesundheitskosten gemacht. So, in der Hoffnung, wir lösen das Problem. Was machen wir nachher? Also, die Frage würde ich mir sehr intensiv stellen anstelle von Gerrit Fischer. Kann ich nicht beantworten. Ja, gut, die Frage müssen wir auch beantworten. Aber wir haben aufgeleistete Projekte. Wir haben Kita-Initiativen, Finanzplatzinitiativen, ja, Klimafonds. Wir haben mehr Geld rein, oder? Nicht falsch. Geld von anderen Leuten. Das Problem können wir auch nicht lösen. Wir nehmen einfach das Geld von den Reichen, von den bösen Kapitalisten und werfen es auf die andere Seite. Das ist klassisch Sozialdemokrat. Das ist okay. Aber es ist keine Lösung. Doch, Lösung wäre, natürlich dass ist die Freunde, die es in dem Gesundheitswesen gibt, dass wir die aber die wählen alle SP, die Physiotherapeuten. Ja, hoffentlich Physiotherapeuten. Aber nein. Also ich glaube, das erste Problem im Gesundheitswesen ist tatsächlich die Verteilung der Kosten. Wenn Sie die anderen europäischen Länder nehmen, es gibt Länder... Nicht die Entstehung der Kosten, das ist schon falsch. Nein. Und ich kann mich gerne diskutieren. Nur ein Satz. Andere europäische Länder haben teurere Gesundheitssysteme als die Schweiz. Gibt's aber weniger Last auf der Mittelklasse, so, wenn sie so wollen. Warum? Weil es steuerfinanziert ist. Wir haben de facto das einzige System, wo sich die Reichen von der Mittelklasse und der Gesundheitspolitik finanzieren mit Prämien. Das ist eine Subventionierung von unten nach oben. Ganz massiv. Und wenn das übrigens ein anderer Bereich, das ist die grösste Steuererhöhung, die es jedes Jahr gibt für Menschen in diesem Land, Krankenkassenprämie, interessiert keine bürgerliche. Weil sie nichts gegen die Kosten machen. Und jetzt kommt es. Gibt zwei Sachen. Erstens, relativ wäre meine Wette, werden Gesundheitskosten immer steigen, weil sie können Gesundheitspolitik nicht ad infinitum rationalisieren. Irgendein ist das Knie, braucht einfach so viel Zeit, um repariert zu werden. Sie brauchen so viel Zeit für eine Geburt. Das geht nicht schneller. Das heisst, relativ steigen die Kosten, wie die Lohnkosten. Mal, natürlich. Sie können es nicht industriell, das, auf dem, ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben, das ich Ihnen empfohlen habe, letztens. Auf dem beruht ja der kapitalistische Wettbewerb, das vergisst man ja immer, beruht auf der Rationalisierung im Produktionsprozess. Das ist Innovation. Ja, Rationalisierung, Innovation. Das ist nicht das Gleiche. Und sie tun durch die Innovation völlig ausblenden. Nein, da bin ich bei Ihnen. Und dann kommt das Zweite, dann gibt es Verschwendung. Und die müssen wir angehen, aber die passiert nicht dort, wo meine Leute sind. Die passiert bei Spezialärzten und Spezialärzten mit absurd hohen Löhnen, Pharma. Nehmen Sie Medizinalprodukte, die jetzt gerade rausgekommen ist, völlig überhöhte Preise. Das würden wir gerne machen, aber schauen Sie mal, wer in der SGK, in der Gesundheitskommission, in diesen Kommissionen sitzt, mit entsprechenden Entschädigungen von Krankenkassen. Ja, nicht unsere. Nur schon wegen dieser Geschichte jetzt bei den Medien, die Sie ansprechen, ich tue Sie unten dran verlinken. Ich meine, das ist klar, wer dort versenkt hat. Ah, Entschuldigung. Krankenkassen haben dank Ihrem Gesundheitsminister nicht die Möglichkeit, auf sie los. Wir haben im Parlament darüber abgestimmt. Die bürgerliche Mehrheit hat es so wollen. Ja, die bürgerliche, nein.
die bürgerliche Mehrheit wette schon längstens, dass Krankenkassen mehr Möglichkeiten ja, haben, aber das ist denen mit Produkten okay. Herzustellen. Aber das will ich Sie nicht. Sie wette, dass mehr der Staat kann. Ja, natürlich. Das wird nicht funktionieren. Sicher wird es funktionieren. Nein, es funktioniert nie. Natürlich wird es funktionieren. Und nachher, nein, ich meine, dann ist es auch die Verschwendung. Ich meine, da hat Ihre Gesundheitsminister ja nichts gemacht. Überhaupt nicht. Er hat mehrere Kostendämpfungspakete, zwei vorgelegt, die sind im Parlament erzählt worden. Er hat immer beim Tarmed ist ein bisschen angegangen. Und was haben die Verschwender gemacht? Ja, sie haben einfach mehr verrechnet. Nein, aber die gibt es... beide Knie. Aber dort sagt es ganz klar, der Bundesrat hat nur subsidiäre Zugriffsmöglichkeiten. Dann, wenn sich Partner nicht einigen, und die müssen zu dem Schluss kommen. Und das Gesetz sagt auch, Qualität müsste bei den Tarifen eine Rolle spielen und das ist seit 20 Jahren nicht erfüllt. Und ja, also, dass wir eine Anpassung brauchen, gibt es ja jetzt auch, ja. Ist völlig richtig. Braucht übrigens auch bei Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Ja. Gehen wir noch auf zwei andere Themen. Das ist mir aufgefallen in der Elefantenrunde oder auch sonst im Wahlsonntag. Es ist immer noch so, meine die SVP hat die Wahlen gewonnen mit Migration und mit Energiepolitik. Gewonnen. Ja, aber wir haben sie vorher gesagt. Und es ist immer noch so, dass die SP bei diesen zwei Themen letztlich eine Wette geht. Sie gehen bei Migration gehen sie immer noch die Wette, dass das keine Rolle wird spielen. Mhm. In vier Jahren. Sie wollen nichts ändern. Sie wollen nichts machen. Sie wollen, und ich meine, dort, klar, Thierry Burkhardt hat gesagt, wir müssen das Thema angehen auf eine freisinnige Art und Weise, nicht auf eine SVP-Art und Weise. Und bei der Energie gehen sie immer noch die Wette, dass sie irgendwelche Konzepte längen, ohne Gaskraftwerk, ohne Atomkraftwerk, ohne grosse Produktion im Inland. Sie haben immer, das sind zwei sehr riskante Wetten, finden Sie nicht? Nein. Ich glaube, das ist auch sehr ehrlich bei beiden Themen. Also das Erste ist, ich bin völlig einverstanden, dass wir heute nicht in der Energieproduktion dort sind, wo wir sein wollen. Allerdings ist die erste Debatte im Parlament über zum Beispiel Solarpflicht Mitte 70er Jahre gewesen. Wir haben das dort schon wollen. Also wir haben die letzten 30 Jahre, oder 50 Jahre inzwischen, haben verpasst aufgrund des bürgerlichen Widerstands. Das ist einfach mal so die Basis für die Diskussion, das darf man nie vergessen. Jetzt müssen wir massiv investieren. Das hat zum Beispiel der zuständige Energieminister ja verstanden. Im UVEC darum tritt er auch gegen seine eigene Partei oder Teilen an beim Mantelerlass. Und das ist auch richtig. Und das wird auch nicht lange. Darum haben wir für das ja auch eine Initiative jetzt fertig gesammelt, die wir jetzt mal einreichen, Klimafondsinitiative, die genau die sagt, ja, mit mehr Geld, selbstverständlich, weiter einbauen. Mhm. Da bin ich bei Ihnen. Möglichst in der Schweiz, möglichst kontrolliert, demokratisch, möglichst sich nicht irgendwie Autokratien oder fossile Energien ausliefern. Punkt 1. Punkt 2 ist Migration. Sagen wir doch, ich finde das immer so lustig, die Diskussion, man sagt, ja, für die SP, sie will nicht über das diskutieren. Ich habe noch nie eine Debatte verweigert zur Migrationspolitik. Aber ich weigere mich Grundannahme von der SVP, die inzwischen diffundiert ist in alle Medienprodukte etc., was es gibt. Erstens, allem sind die Ausländer schuld. Und zweitens... Nein, das ist ja nie nicht, also das ist ja aussen in der Weltwoche nie nicht. Wow, das ist inzwischen... Sicher? Nein. Natürlich. Das ist in dieser ganzen Mietdebatte Krankenkassen. Und das Zweite ist, ich weigere mich, aus Menschen, die mir holen, Sündenböcke zu machen. Und ich finde es übrigens auch, es ist auch sehr billig, die Leute zum Sündenbock zu machen, die sich an der Urne nicht wehren können. Das kann jeder. Mhm. Das ist nicht so schwierig. Der Vorteil ist, relativ jung angefangen, Politik zu machen, weil man schon viel gesehen hat. Ich habe schon den Untergang von der Schweiz erlebt bei der 7 Millionen Schweiz, bei der 8 Millionen Schweiz, bei der 9 Millionen Schweiz. 18% jetzt, genau, Philipp Müller. Jetzt ist es bei 10 Millionen, wer jetzt bei 11 führen, wer bei 12 führen, sie ist noch nie untergegangen. Das ist einfach die Realität. Das heisst, sie wollen Migration völlig offen nach oben. Ich glaube nicht, dass sich das an einer Zahl festmachen lässt und es gibt auch keinen historischen Hinweis, dass das einfach immer linear nach oben wird gehen. Wir haben auch Zahlen gehabt mit rückgängiger Nettozuwanderung. Seit 10 Jahren. Also nach den 2000er haben wir das durchaus auch gehabt. 20 Jahre, ja. Sind wir schon so lang? Ah, ja, es ist schon 23 Jahre. Also 2000 ist bereits nein, 20 Jahre her. Wir sind und das folgt. Ja, und das kommt dann noch dazu. Wir können gerne zusammen mal in die Ostdeutscher Städte anschauen, wie das aussieht, wenn die Leute abwandern. Wollt man denn das? Nein, wir wollen nicht eine Abwanderung. Wir wollen einfach, dass die kommen, die wir wirklich brauchen können. Sie wollen einfach nicht, dass Menschen kommen, sondern nur Arbeitskräfte. Nein, ein gewisser Druck auf die Wirtschaft eben zu rationalisieren. Aber da bin ich einverstanden. Aber wer hat denn in der letzten Saison... Jetzt gibt es den Druck natürlich nicht.
Ja, ja. Kann ich Ihnen sagen? Da bin ich sogar einverstanden. Also, wer dann hat denn? Müssen wir aber ein bisschen, dann müssen wir irgendwie die, dann müssen wir irgendein Projekt haben, um die Zuwanderung mit der Person irgendwie einzuschränken. Ja, wir haben mehrere. Also, wir haben in der letzten Session als einzige Partei vorgeschlagen, dass man das Geld streicht für die Standortanwerbung von grossen Konzernen. Weil das geht natürlich nicht. Jedes Mal. Ja, das sind ja nicht die grossen Konzerne, die die Mehrheit der Leute holen. Ja, doch, das hat nachher einen entsprechenden Effekt. Nein. Natürlich, wo sie, sicher. Also, das ist das Narrativ. Wenn sie, warum kann sich im Raum HB Zürich niemand mehr Wohnung leisten, weil das alles für Google reserviert ist und Banken, die rund um Europa alle ihre Büros haben. Ja. Dort sollte man Wohnungen haben, genossenschaftliche. Das wäre richtig. Ja, selbstverständlich. Wünschen Sie, das ist der Unterschied. Als Linke sage ich, zuerst Bedürfnis der Menschen, die dort leben, und nachher das andere. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir schlagen ja vor, zum Beispiel das inländische Arbeitspotenzial, wenn wir den unschönen Begriff benutzen, zu fördern, indem wir zahlbare Kindertagesstätte im ganzen Land einführen, damit die Menschen wirklich frei können über ihr Arbeits- und Lebensmodell entscheiden. Gibt es heute nicht. Das ist die Realität. Und dann können sie halt einfach, wir haben jahrelang als Land ja, auch... Es gibt ja zu viele Kitas in der Stadt. Ja, in der Stadt, natürlich. Ja. Aber bei uns, Zofingen zum Beispiel nicht. Wir haben jahrelang auch über unseren Verhältnis gelebt, wenn sie so wollen. Ich komme aus einer Region, wo es extrem schwierig war, einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin zu finden. Also, Zofingen oder Baden? Zofingen. Mhm. Also die einzige Chance, die sie hatten, ist am Schluss eine Praxis von jemandem, der gerade pensioniert worden ist, ist ein deutscher Kinderarzt gekommen. Ja, der macht das super, ist aber ein Deutscher. Das ist die einzige Option. Gut, warum? Weil wir jahrelang nicht investiert haben. Ja, natürlich. Wir haben einfach die Leute aus Deutschland abgeworben, haben die Deutschen die Ausbildung zahlen und sind dann zu uns arbeiten. Mit dem muss man aufhören. Das gilt in der Pflege, das gilt bei den Ärztinnen und Ärzten, das gilt wir können eine Masseneinwanderungsinitiative umsetzen. Dort haben sie eine wichtige Rolle gespielt, dass wir sie nicht umgesetzt haben. Ich meine, das würde Druck auf die Wirtschaft erhöhen, dass sie statt billige Arbeitskräfte holen und irgendwelche Sachen von Hand verrichten, dass sie halt vielleicht eine Maschine für etwas zutun. Man kann das aber auch viel freundlicher machen, indem man nicht die Leute zu Sündenböcken macht, sondern in der Verpflichtung. Mal, das ist eine reine Sündenböckenpolitik. Es geht wirklich, dass die Schweizer Wirtschaft innovativer wird, statt einfach Leute. Oder? Also, es war nicht innovativer gewesen in Zeiten, wo wir Saisonierstatut gehabt haben. Zum Beispiel in der Landwirtschaft. Das zu behaupten, wäre relativ kreativ. Die Landwirtschaft ist nicht innovativ in diesem Land. Zumindest hat sie sich schon bewegt. Also, die ganze Entwicklung zur Biolandwirtschaft, in den letzten Jahren ist nicht zu unterschätzen, finde ich. Ja, aber mein Punkt ist, die Wirtschaft hat heute zwei Optionen. Sie hat eine relativ tiefe Opportunitätskosten, indem sie einfach Leute holt. Und darum macht sie das häufiger, als dass sie automatisiert, innoviert. Es gibt Beispiele, die Versicherungsbranche hat das geschafft. Die macht heute doppelt so viel Umsatz wie vor 10 Jahren mit gleich vielen Leuten. Und andere. Ja gut, das ist schon erwähnt. Das ist quasi Windfall Profit von der Finanzialisierung. Windfall Profit. Oh, das ist das ist erarbeitet. Das ist marxistische Wertlehre. Den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Versicherungsbranche können Sie jetzt nicht einfach sagen, das ist Windfall. Das ist, nein, ich meine, auch Dienstleistung, Arbeit ist nicht nur am Fließband. Ja, dann bin ich völlig einverstanden. Aber das Wachstum in dieser Zeit können Sie gar nicht mit menschlicher Arbeit machen, sondern das ist... Und dann noch mit billiger Geldpolitik von der Nationalbank zu tun. Ja, das ist immer das ist... Monetarismus. Nein, was ich wollte sagen, mein Punkt ist, das Land ist immer auf Einwanderung angewiesen worden. Es ist übrigens auch von Einwanderern mitgegründet worden im 19. Jahrhundert. Das wird sich immer im Laufe der Wirtschaft entsprechend anpassen. Was mich stört, ist, dass die Diskussion um eine 10-Millionen-Schweiz ja völlig in Metadebatten ist. Das ist eine philosophische Diskussion. Weil die realen Probleme, die müssen wir lösen. Und da geht es um Wohnungssuche, um zahlbare Mieten, um Krankenkassenprämien, um Jobperspektiven, um Renten. Mhm. Und immer dort bietet ja die Parteien, die das zu ihrem Hauptthema machen, nicht Hand. Wir stimmen im Februar über die 13. AV-Renten ab. Da wird keine einzige bürgerliche Partei dafür sein. Und uns dann wieder erklären, wegen der Migrantinnen und Migranten können wir keine anständige Renten mehr zahlen. Das hat damit zu tun, dass ihre Konzepte einfach immer letztlich sind, mehr Geld reinschmeißen und das Problem nie lösen. Aber die Bürgerlichen würden Hand bieten, wenn man sich zusammen überlegt, das Problem zu lösen. Was ist denn das Problem? Ja, also bei der Miete ist klar, wenn man natürlich eine grün-linke Raumordnungspolitik macht, das Angebot verknappt, dann steigt der Preis. Entschuldigung, das ist ganz also erstens, Ökonomie, erstes Semester. Erstens gibt es keine Marktmiete in der Schweiz, das ist per Gesetz ausgeschlossen. Leider nicht. In der, ja, leider okay, nicht. Da können wir darüber diskutieren. Es gäbe sehr viel mehr Wohnungen.
Aber da, wenn Sie das so beschreiben, dann heisst das, der Markt ist bereits dysfunktional. Wer ist eigentlich reguliert? Hochgradig. Es gibt eigentlich schon. Er ist schon dysfunktional. Nein, er würde. Es hat zweitens. Zweitens sind Mieten nicht zurückgegangen in Zeiten mit höherem Leerwohnungsbestand. Und auch in Zeiten von höherer Bautätigkeit. Das hat mit dem nichts zu tun, das hat mit der Zinsentwicklung zu tun, wo das Kapital kann angelegt werden und wo nicht. Das ist der Grund, warum wir mehr gebaut haben als jetzt. Nein, so, also die Regulierung war vor 10 Jahren de facto die gleiche gewesen, und wir haben eine massive Bautätigkeit in dem Land. Ja, natürlich. Die hat sich nicht wesentlich verändert. Ja, klar, das Geld war billiger und das Geld hat unbedingt. Es hat vor allem keine Zinsen gebracht auf unseren Finanzmärkten, darum hat man es in die Immobilien investiert. Aber wenn man es deregulieren würde, wir sind hier in Bern in der Mitte, wenn ihr nur 2 Kilometer weiter raus, haben sie Einfamilienhäuser quartiert, die können höhere Häuser stehen. Mit ganz vielen Menschen, die leben und ein schönes Leben haben. Fragen Sie mal die im Einfamilienhausquartier, ob sie das wollen. Ich wohne in einem Block. Wir können, das ist überhaupt kein Problem. Ich fühle mich sehr wohl in einem Block. Ich finde, wir müssen doch die Städte müssen städtischer werden. Jetzt sind es so Ansammlungen von privilegierten Einfamilienhausbesitzern. Das ist je nach Stadt, das gibt es für Biel oder Aarau zum Beispiel sicher nicht. Für Zofingen nicht. Das ist ein Städtli in dieser Situation. Aber in Zürich stimmt es nicht. Über verdichtetes Bauen kann man absolut reden. Das ist das Problem. Auch in die Höhe. Aber das kommt darauf an, was man baut. Und das baut nur jemand, wenn man Geld verdient. Weil das kostet ziemlich viel in der Schweiz. Das muss man eben nicht, das ist eben genau falsch. Darum kommt es darauf an, was man baut. Darum muss die öffentliche Hand oder Stiftungen oder Genossenschaften bauen, die ein Interesse haben an höherer Bauqualität, an höherer Lebensqualität und Renditen, die garantiert, dass sie die Investitionen refinanzieren können, aber nicht mehr. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und kein Geschäft. Aber jetzt sind wir ein bisschen von der Migration weggekommen. Was sagen Sie denn irgendwie jemandem, wo gut, ich weiß nicht, ob Sie das Ziel haben, SVP-Wähler auf Ihre Seite zu ziehen. Aber wenn Sie auf der Straße angesprochen werden von Leuten, die sagen, ich finde, es kommen zu viele Leute in die Schweiz. Ja. Was sagen Sie denn? Dann diskutieren wir, versuchen mit diesen Leuten zu diskutieren, ja, wo denn genau? Und welche Schule sollen wir denn zumachen, wenn wir weniger Lehrerinnen und Lehrer haben? Dann kann man das gerne diskutieren. Man muss mir einfach sagen, welche Schulen wir schliessen, welche Spitäler machen wir zu, welche Pflegeheime schliessen. Nein, das geht nicht um Zutun von Schulen und Spitälern. Ja, natürlich. Sondern es hat ja dann mehr Platz vielleicht in den Schulen. Aber das ist ja immer schon so gewesen. Die Schweiz hat immer seit dem Zweiten Weltkrieg eine sehr hohe Zuwanderung gehabt. Man hat es einfach kaschiert, zeitlang im Saisonierstatut, in anderen Formen. Das Land, kanalisiert, nicht kaschiert. Das Land ist immer wirtschaftlich erfolgreicher gewesen, als das, was man quasi selber kann tragen. Aber wir haben die Rahmenbedingungen gehabt. Und die haben letztlich die Mischung aus 90% tollen Rahmenbedingungen und Unternehmerinnen und Unternehmer in der Schweiz plus 10% Zuwanderung. Die haben den Wohlstand, also primär, den sie immer verteilt haben. Primär haben das Menschen im Land erwirtschaftet. Und dann haben die Unternehmerinnen und Unternehmer auch davon profitiert. Oder von mir aus zusammen. Aber es gibt es noch nie. Also, Wert, Sie haben vorhin marxistische Wertlehre angesprochen. Genau. Wert entstand immer in menschlicher Arbeit. Ja. Nicht auf dem Exerzitium. Es ist nicht immer gleich. Also die 1 Stunde Arbeit ist aha, natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja, klar, natürlich. Und der Wert realisiert sich. Das ist schon ein bisschen weiter als die marxistische. Nein. Der Menger hat das wunderbar widerlegt, dass das immer, als 1 Stunde Arbeit hat nicht immer der gleiche Wert. Nein, es ist eine Frage, wo machen Sie, was, es gibt, darum gibt es eine Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Tauschwert. Mhm. Selbstverständlich. Der Gebrauchswert bleibt gleich. Der Tauschwert ist von den Bedingungen in der Zirkulationssphäre abhängig. Genau, vom Konsument. Und das nicht ist vom Konsument. Das ist eben falsch. Sie sind auf der Seite von denen. Nein, sie sind auf der Seite von denen, die Kapital besitzen. Der Kapitalismus interessiert sich nicht für den Konsumenten und seine Bedürfnisse. Nur für die zahlkräftige Nachfrage. Und das ist nicht immer deckungsgleich. Karl Menger hat Marx überlegt mit dem Beispiel. Sehr interessant. Erzählen Sie das. Jetzt hören wir nicht abgeschaltet. Jetzt ganz wichtig. Punkt. Nachher müssen wir aber das Gespräch beenden. Aber es ist wirklich interessant. Er hat gesagt, oder, wenn Sie wahnsinnig Hunger haben, dann bestellen Sie einen Teller Suppe und Sie zahlen vielleicht 20 Franken dafür. Richtig. Für den zweiten Teller zahlen Sie vielleicht noch 10 Franken. Oder? Sie haben schon eine gehabt. Für den dritten zahlen Sie nicht mehr. Ich habe perfekte Preissysteme. Darum ist nicht der Wert von der Arbeit, die in jedem Suppenteller ist immer gleich, nach Marx. Nein. Aber der Konsument zahlt nicht immer gleich. Nein, das ist der große Unterschied, wenn Marx nicht recht. Nein, es gibt einen Unterschied zwischen Preis und Wert. Das ist in dem Fall eine sehr billige Analyse von Marx. Es gibt einen Unterschied zwischen Preis und Wert. Und Marx kritisiert ja nicht per se de facto, also Marx sagt ja im Kern, wenn sie menschliche Arbeit schafft an einem Produkt oder einer Dienstleistung, sie wird zu einem Preis
verkauft, in der Regel, sonst gehen sie unter, im Wettbewerb, der höher ist als der Wert von der Arbeit, die investiert worden ist. Da gibt es gesellschaftliches Mehrprodukt. Und die Hauptbeschäftigung von sozialistischer Theorie ist, wie verteilt man das Mehrprodukt? Und die Frage ist, warum dürfen Sie als sogenannter Arbeitgeber, der ja auch Arbeit nimmt und nicht gibt. Kapitalgeber, einverstanden. Dann stimmt es. Kapitalgeber, warum dürfen Sie denn darüber entscheiden, wie der Mehrwert verwendet wird? Weil ich auf den Konsum verzichte, aus dem Kapital. Also nicht ich. Also das macht bis zu einer gewissen Grenze einverstanden, aber darüber raus. Aber wir sind weg von der Migration. Übrigens, was sehr spannend ist, Marx stellt sich die Frage schon 1870 übrigens auch. Es gibt eine berühmte Textpassage, wo er sich darüber aufregt, warum die englischen Arbeiter, die irischen Arbeiter als die grösseren Feinde betrachtet, als die englische Bourgeoisie. Das Problem gibt es schon lange. Und es wird es die nächsten 4 Jahre geben. Und Sie werden müssen. Wir probieren daran zu arbeiten. Sie werden zu dem Thema auch müssen lösen. Das ist richtig, aber Lösungen bedeutet nicht, dass wir uns auf einen Diskurs einlösen, wo die Menschen zu Schuldigen macht. Das machen wir nicht. Aber das bringen wir immer, um nachher nichts müssen machen. Was nichts müssen machen? Wir sind ja dran. Also, sind wir gespannt. Verbesserung von der Lohnschutzmassnahmen, stärkeren Eingriff in den Mietmarkt, Korrektur von der Krankenkassenprämie. Und mehr Geld von der einen nehmen. Ja, weil das eine gesellschaftliche Prioritätensetzung immer über die Allokation von Ressourcen funktioniert. Enteignung, wie im guten alten Sozialismus. Nein, Rückverteilung. Weil am Schluss haben sie das Geld ja nur aufgrund, dass sie es der arbeitenden Bevölkerung weggenommen haben. Ich verteile jetzt noch den Rest von dem. Das ist gut. Und danke Ihnen für den Besuch und wünsche allen unbedingt, dass Sie das lesen, vom Herrn Menger oder vom Herrn Wermuth, weil ja immer. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke fürs Zuschauen. Dünnt einen Daumen da, einen Kommentar unten anschreiben. Schreibt mir ein Feedback auf dominik.feusi@nebelspalter.ch und schaltet wieder ein in einer Woche, wenn wir wieder diskutieren über das, was da oben da rein läuft. Merci. Sonntag. Zum Morgen.